Servus da draußen, ich bin Dennis und herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Ja, mein erstes Video, ich hoffe, das kriegen wir gut über die Bühne. Ich bin nämlich jetzt schon 2 Wochen am Rummachen und jetzt habe ich es hoffentlich relativ vernünftig hingekriegt. Ist nämlich alles gar nicht so einfach. Wisst ihr, man hat viele Interessen, denkt irgendwie, ja komm, die teile ich mal mit anderen und bei speziellen Interessen findet man auch nicht irgendwie das Passende auf YouTube. Ich bin ja YouTube-süchtig. Fernsehen läuft bei mir schon lange nicht mehr. Jetzt, bevor du ins Gras beißt, ich meine, bin auch schon etwas älter, mach schon einen eigenen Kanal und schaust einfach mal, was wird. Und dann geht's los. Fang schon an. Womit filme ich denn? Ja, mein Sohn hatte dann irgendwie eine Spiegelreflexkamera, aber das war irgendwie hier bei meinem tollen, ausgebauten Kellerstudio, Büro, Licht nicht so gut. Also, was hängt jetzt hier und filmt mich? Mein Samsung-Handy. Wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, aber ich finde, ja, schauen wir mal das Ergebnis an nachher. Aber ich denke, es wird ganz okay. Dann, was machen wir mit dem Mikrofon? Handy, Mikrofon, scheiße. Also kaufen wir uns ein halbwegs günstiges, aber trotzdem relativ gutes Mikrofon. Ich habe mich dann für das Tonar Q9 entschieden. Das hängt hier gerade auf Bauchhöhe, damit man es im Bild nicht sieht. Ja, war auch nicht ganz so toll, weil bei größeren Abständen, das ist jetzt so circa 30, 25, 30 Zentimeter von mir entfernt. Dann ist halt der Ton dann doch ziemlich schwach, muss man viel nachbearbeiten. Aber gut, erstmal einsteige, erstmal schauen, ob das überhaupt läuft, das Ganze. Und dann kann man immer noch aufhuschen. Und ich glaube, mit dem, wie es jetzt so hier ist, kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Aber genug der Laberei. Warum jetzt einen neuen YouTube-Kanal? Ja, weil ich einfach gedacht habe, warum nicht? Ich habe so viele Interessen, ja, das ist so ein richtiger Brainfuck bei mir. Egal, was eine Batterie hat, was ein Akku hat, was mit Strom läuft, mit Elektronik, ein Display hat, ich muss mich dafür interessieren. Und oh, es geht gar nicht so viel in meinen Kopf rein, wie ich will, dass da wie ich will, dass da reingeht. Das ist wirklich krass. Und dann dachte ich mir einfach, warum teilen wir das alles nicht? Die ganzen Interessen und das ganze Zeug nicht mit den Leuten da draußen. Ja, und darum heißt der Kanal auch dies und das, weil ich mich gar nicht festlegen will auf irgendwie Apple, Microsoft, Kameras, Handys, Drohnen, Kochen, Backen, irgendwas, sondern ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Und darauf könnt ihr euch dann in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich freuen. Und beginnen wir das Ganze mit meiner neuesten Geschichte und die steht dahinter mir, der silberne kleine Apfel, weil ich bin nämlich ein oder ich bin der Neue in der Apple-Welt. Ja. Ich hatte mit Apple-Computern, mit Apple-Tablets und Handys und Kopfhörern und was auch immer so gut wie nichts zu tun. Mein Sohn hat ein iPad Air. Auch eine ältere Generation, das habe ich mal eingerichtet für ihn und da dattelt er schön oben drauf. Ich meine nicht oben drauf, ich meine da oben in seinem Zimmer, da dattelt er da drauf. Und ja, mehr eigentlich nicht. Aber immer wieder Apple Podcasts gehört, auf YouTube ein bisschen erkundigt und ja, sind ganz nette Dinger, sind aber auch schweineteuer. Ich habe hier unten einen relativ guten PC stehen, damit kann ich alles machen. Warum? Also irgendwie nur auf den Gedanken kommen, jetzt ein Apple-Gerät zu kaufen. Handy habe ich jetzt gerade hier ein Samsung Galaxy S10 Plus hängen. Vollkommen in Ordnung, alles toll, finde mich auch gerade funktioniert. Ich mag Android und ja, hatte nie irgendwie einen Grund, auch nur ansatzweise in Richtung Apple zu schielen. Und dann kam der verflixte M1. Naja, als YouTube-Suchti natürlich nicht dran vorbeigekommen, immer mehr dafür interessiert, viele Videos gehört und ja, und Power und schnell und 4K und 8K schneiden und ganz toll und wenig Geld und für das Geld das Beste, was man auf dem Planet kaufen kann. Ja, und dann kam die spontane Entscheidung, komm, jetzt schnupperst halt mal rein.
verkauf deinen PC, stell dir ein Apple, ein Apple Mac Mini M1 dahin und schau mal, was passiert. Und genau darüber soll es dann auch in meinem ersten Video gehen. Heute noch nicht so ganz ausführlich. Ich möchte mich eigentlich heute nochmal vorstellen und das wird, wie ich jetzt gerade hier merke, schon lang genug. Aber nächsten Sonntag dann. Ich habe vor, immer sonntags Videos hochzuladen. Und da gehen wir dann mal dann näher darauf ein, aber nicht so sehr nach dem Motto, schaut, hier ist der Apple, das kann er, das hat er und schön in der Kamera schwenken, sondern einfach mal aus meiner Sicht, ja, wenn ein Idiot da sitzt, der noch nie macOS gesehen hat, wie das Ganze funktioniert. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist nicht alles Silber, was glänzt, ja, auch wenn der Apfel da auf dem Gehäuse relativ schön aussieht. Ich habe mich mal echt gefragt, haben die Menschen, die YouTube-Videos über dieses Gerät machen oder über das MacBook Air oder über das MacBook Pro M1, haben die schon jemals einen vernünftigen Rechner in der Hand gehabt? Wenn ich mir das angehört habe, wie pfeilschnell und fantastisch und jetzt hocke ich vor dem Ding und denke, ja, es ist nicht langsam, aber es ist jetzt auch nicht dieses, oh, zum Glück habe ich mir jetzt das Teil gekauft. Ich hatte hier unten einen PC stehen, das war ein Ryzen 7 1700X mit 16 GB RAM, einer SSD drin und einer relativ betagten, meine ich auch schon 5, 6 Jahre her, eine relativ betagte RX 480. Das war nicht langsamer. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe da jetzt nicht regelmäßig irgendwie Videos geschnitten. Ich habe 3, 4 Mal im Jahr die Urlaubsfilme geschnitten. Da war 4K dabei von der Actioncam, da war 4K vom Handy dabei, da war Full HD dabei. Das hat alles funktioniert und das war flüssig. Ja, mein Sohn hat mich letztens gefragt, und bist du zufrieden mit dem Gerät? Da habe ich gesagt, du, ich habe den jetzt 2 Wochen hier stehen. Ich bin nicht super positiv überrascht, ich bin aber auch nicht enttäuscht. Momentan verhält sich's neutral. Ich sehe da Stärken, ich sehe Schwächen. Ich sehe ganz tolle Dinge, ich sehe aber auch Dinge, die nerven tierisch. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gequatscht. Ja, das gehört eigentlich alles in das Video rein, was ich dann am Sonntag hochlade. Um solche Dinge wird es halt jetzt erstmal gehen. Wir werden uns in den ersten paar Videos dann wirklich mal ein bisschen mit dem Umstieg auf macOS beschäftigen und was da alles für Stolpersteine gibt und was halt doch nicht so toll ist und was mit OneDrive ist, wenn man halt aus der Microsoft-Welt kommt. Ich meine, ich nutze Word auch auf dem Mac. Ja, ich muss jetzt aufhören, weil sonst verliere ich mich wieder genau in dem Thema, was jetzt eben nicht sein soll. Dann habt ihr mich kennengelernt. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag. Und dann geht's richtig in die Materie rein. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde ihn garantiert haben, weil ist schon cool, der ganze Scheiß. Und sag jetzt mal ciao und wir sehen uns.